Bei der Anfertigung von Zahnersatz ist die richtige Farbbestimmung Ihrer Zähne einer der wichtigsten Arbeitsschritte. Zahn ist nicht gleich Zahn. Auch in Ihrem Mund sind die Zähne unterschiedlich gefärbt. So ist zum Beispiel der obere Eckzahn am gelbsten. Sollten Sie schon Zahnfarben verblendete Veneers oder Kronen haben, können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wie Ihr Zahnarzt die Farbe ausgesucht hat. In den meisten Fällen wird dies mit einem sogenannten Farbschlüssel gemacht. Der besteht aus ca. 15 Farbmustern verschiedenfarbiger Zähne. Anhand dieses Farbzahnrings wird dann die Farbe ausgesucht, die dem natürlichen Zahn am nächsten kommt. Für einen 100% passenden Zahnersatz ist dies zu wenig. Was meint man mit 100%? Würden Sie in diesem Bild erraten, welche der Zähne falsch sind? Vermutlich nicht. Die ganze Front ist aus Veneers und Kronen, wie Sie nun sehen. Um solch hochwertige Ergebnisse zu erzielen, muss der Keramiker, der den Zahn dann Schicht für Schicht formt, wie Sie in diesem Film sehen können, die Farbe selbst aussuchen. Am besten an dem Ort, wo die Krone dann auch hergestellt wird. Eine Zahnfarbe mit all ihren Eigen- und Besonderheiten zu reproduzieren, ohne sie selbst gesehen zu haben, ist unmöglich. Der Zahnarzt kann aber mit Hilfe des Farbringes vorab Informationen liefern, wie Farbhelligkeitsstufe, Value, also hell-dunkel, Farbintensität, Chroma, also satt-blass, Farbton, Hue, also gelblich-rötlich. Am besten ist es, wenn Sie vor dem Beschleifen beim Techniker zur Farbwahl erscheinen, wenn möglich bei Tageslicht. Sie sollten ungeschminkt sein und möglichst etwas Einfarbiges, am besten etwas Graues anhaben. Die Farbe sollte vom Fachmann bestimmt werden. Jene, die als erster gefällt, sollte genommen werden, denn das Auge ermüdet recht rasch. Häufig sucht der Patient die Farbe mit aus. Der Patient wünscht meistens ein reines Weiß. Fehler und unnatürliches Aussehen sind so vorprogrammiert.